Ja, herzlich willkommen aus dem Werk 45. Heute mal ganz was Verrücktes. Was machen wir? Ich nehme euch heute einfach mal mit und zeige euch, wie wir eine Sitzheizung einbauen. Unser Testfahrzeug ist ja ein Opel Crossland und ich zeige euch einfach mal, wie man, wenn man draußen 30 Grad hat, hier in so einem Auto eine Sitzheizung einbaut. Kunde hat gesagt, Junge, ich möchte eine Sitzheizung haben, 30 Grad draußen, kriegst du, gar kein Problem. Ich zeige euch einfach mal Step by Step, wie sie angeschlossen wird. Ganz wichtig, wie wir die Sitze ausbauen und natürlich nur die Verkabelung. Der Sitz an sich selber, der muss natürlich vom Sattler auseinandergenommen werden und der muss die Sitzflächen und die Rückenflächen unten einbauen. Das machen die Sattler, dafür sind sie da. Aber es geht hier einfach um die Verkabelung. Ich zeige euch jetzt einfach in dem Video ganz kurz, wie wir das Ding anschließen, wie wir die Kabel verlegen, wo wir die Schalter hinbauen. Ja. Wir fangen mal an. Im ersten Step müsst ihr natürlich die vier Positionsschrauben von den Sitzen lösen. Es ist einmal darum, wir müssen den Sitz hier ausbauen. Wir müssen dann nachher den Bezugsstoff von dem Sitz einmal entnehmen. Und hier drunter kommen natürlich dann zu rechts und zu links bzw. zur Sitz- und Rückenfläche die Sitzmatten drunter. Ja, im nächsten Step einmal bitte, ihr seht hier, einmal den 7er Steckschlüssel nehmen und die Schraube hier lösen. Die müsst ihr einmal rausdrehen. Das gleiche habt ihr hier auf der anderen Seite auch. Wenn ihr die, ich habe das jetzt natürlich schon vorgelöst. Wenn ihr die Schraube raus habt, könnt ihr den hinteren Deckel nach oben hinausziehen. Und dann habt ihr einmal die Konsole schon ausgebaut in der Hand. Ihr habt hier einmal hinten den 12 Volt Anschluss von dem Zigarettenanzünder. Den könnt ihr bitte abgreifen, damit eure Sitzheizung auch wirklich nur Strom hat, sobald die Zündung im Fahrzeug an ist. So, wie die Mittelkonsole rausgeht, habe ich euch schon gezeigt. Und wir machen es uns heute mal ganz einfach. Wir gehen einfach hier hinten an dem Stecker von dem Zigarettenanzünder dran. Wir haben jetzt hier die Plusleitung abgegriffen. Natürlich diese mit zwei vernünftigen Sicherungshaltern, dass die Sitzheizung für die rechte Seite und die linke Seite natürlich auch nochmal abgesichert sind und dahingehend nichts passieren kann. Wir haben in der Konsole oben die An- und Aus-Taster für die Sitzheizung, in zwei Stufen natürlich. Und haben dann einmal den Sitzheizungskabelbaum, wie ihr ihn hier seht, einmal den wir unterm Sitz legen. Einmal die Stecker für die Wärmeelemente Rücken und Sitzfläche. Und das lassen wir hängen. Wir haben hier einmal den Stecker, der verlegt werden muss unterm Teppich zu der Position, wo ihr den Schalter verbauen möchtet. Das kann vorne im Armaturenbrett sein, das kann in der Mittelkonsole sein. Das ist eigentlich relativ egal. Und wir machen jetzt hier hinten einfach nur den Strom- und Masseabgriff. Und dann haben wir die Verkabelung eigentlich schon im Großen und Ganzen für die Sitzheizung auf der Fahrerseite fertig. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, wenn ihr die Sitze ausbaut, bitte die Zündung nicht anmachen, weil wie ihr seht, haben wir hier den Kombistecker oder jedes Fahrzeug hat ja halt diesen Stecker und da haben wir dann halt das Problem, wenn wir jetzt die Zündung einschalten würden, dass die Airbag-Lampe vorne im Armaturenbrett leuchtet, weil er dort einen Fehler anzeigt, weil der Sitz bzw. der Airbag gerade nicht aktiv ist. Ja, der Beifahrersitz ist nun auch raus. Wie gesagt, hier haben wir einmal die Verkabelung, die haben wir ja hinten am Zigarettenanzünder abgegriffen, da haben wir einmal den Strom und hier sind dann halt wieder die beiden Stecker, die einmal zu der Sitzfläche und zu der Rückenfläche gehen. Die werden nachher unter dem Sitz montiert. Und hier ist einmal das mitgelieferte Relais. Das werden wir hier einmal mit an der Sitzschiene montieren unten, dass das Relais in dem Fall auch nicht mehr stört und einen vernünftigen Platz hat. Und natürlich auch wir den Sitz von der Schiebefunktion her weiterhin nutzen können. Ja, hier jetzt befinden wir uns einmal an der Mittelkonsole. Wie ihr seht, haben wir hier einmal die Schalter für die Sitzheizung für Stufe 1 und Stufe 2. Ich gehe mal näher ran. Ja, da kann man es sehen. Und ja, da können wir die Hand halt mit bedienen. So sieht es aus. Das ist der Sitzbezug und den müssen wir einmal komplett von der Sitzfläche lösen. Und der ganze Sitzbezug ist hier natürlich, wie ihr seht, mit Stahlklammern befestigt. Das heißt, es ist nicht ganz einfach, wenn man das in Eigenregie machen möchte. Das ist, muss alles einmal komplett runter. Natürlich muss der Sitz nach hinten auch dahingehend einmal auseinandergebaut werden und man braucht natürlich auch wieder das passende Werkzeug, um die ganze Sitzangelegenheit wieder zu
fixieren. Ja, im nächsten Schritt, wie ihr seht, die Heizmatte ist auf den Sitz schon fertig montiert. Der Kabel ist nach unten durchgezogen. Wir haben jetzt auch schon wieder angefangen, hier den Polsterbezug wieder aufzulegen. Und jetzt geht es dann letztendlich an die Endphase. Das gleiche müssen wir dann natürlich auch nochmal in dem Rückenteil machen. Da wird es halt noch ein bisschen schwieriger, weil wir den ganzen Bezug nach oben inklusive Kopfstütze machen müssen. So, hier einmal schon mal das fertige Ergebnis auf der Fahrerseite. Wie man sieht, sieht man nichts. Das Unterteil des Sitzes ist einmal mit einer Heizmatte versehen und natürlich auch die Rückenlehne. Und wie ihr seht, haben wir dann hier halt jetzt noch einmal die Heizungsschalter für Stufe 1 und Stufe 2. Kann man sich einmal vorstellen, wie man die Schalter bedient, weil man da ja in diesem Fall auch sehr gut rankommt. So, das war es auch schon wieder hier aus dem Werk 45. Das war einmal die Schnellmontage einer Sitzheizung bzw. Fahrer- und Beifahrerseite an einem Opel Crossland. Jedes Fahrzeug ist natürlich anders. Wo ihr bitte darauf achten müsst, ganz, ganz wichtig, immer eine Sicherung zwischen der Stromverbindung und der Abnehmquelle verbinden, damit da auch gewährleistet ist, falls mal irgendwo ein Kurzschluss kommt oder es einen Kurzschluss gibt, dass wir da die Sicherung zwischen haben. Ansonsten ist es eigentlich, wie ihr gesehen habt, ein Kinderspiel mit der Verkabelung. Sie bekommt einfach nur geschaltet Strom und einmal Masse abgreifen und dann habt ihr auch in relativ wenig Zügen die Verkabelung der Sitzheizung fertig. Das größere Problem sehe ich natürlich bei der Montage der Sitzmatten. Dafür müsst ihr den Sitz natürlich abziehen. Ist nicht ganz so einfach, aber wer handwerklich begabt ist, der sollte es auch hinkriegen. Ansonsten, ich denke mal, zu jedem Sattlerfahren, der würde euch das wahrscheinlich auch schnell mal eben montieren bzw. die Sitzmatten einsetzen. Und ihr könnt das dann halt auch, um die Kosten zu sparen, die Verkabelung selbst machen. Ich sage an dieser Stelle mal wieder vielen Dank für eure Zeit und dass ihr wieder auf unserem Kanal wart. Wenn euch der Kanal gefällt, bitte einmal abonnieren, die Glocke drücken, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn mal wieder neue Videos von uns kommen. Und bis dahin bleibt gesund, alles Gute, der Michael aus dem Werk 45.